Doch er machte alles allein. Er wollte keine Fotografien benutzen, die waren in seinen Augen nicht zauberhaft genug. Emile Renaud hatte leider Angst. Er hatte Angst, Angst zu machen. Keine Geschichten vom Teufel und von Gespenstern, keine Geschichten von Leben und Tod, keine starken Gefühle. Emile Renaud schaffte es nicht, die Zuschauer zu packen. Bald ist es mit seinem optischen Theater vorbei. Es verschwindet wenige Wochen vor der Eröffnung der Weltausstellung von 1900. Eines schönen Tages, schlechten Tages, zerhämmert Emile Renaud sein Exemplar des optischen Theaters, zerstört die Spiegel, in denen sich Colombine und Harlekin gespiegelt hatten. Am Abend streift er die Quais der Seine entlang. Dann wirft er die Bildbänder ins schwarze Wasser. Nur Pauvre Pierrot und Autour d'une Cabine bleiben erhalten. Armer Renaud, adieu Zeit der Spielereien. Jetzt werden die Zuschauer von anderen Schauspielen gefangen genommen. An einem Automaten kann man durch das Guckloch kleine Bilder betrachten, die sich bewegen. Das Kinetoskop von Thomas Edison, wieder ein Amerikaner. Man beugt sich hinunter und beobachtet wie durch ein Schlüsselloch Damen, die, ich wage es laut zu sagen, ihre Dessous ausziehen. Tänzerinnen, Akrobaten, junge Mädchen, die aus einem Feuer gerettet werden. Man wird trunken, berauscht sich an der Bewegung. Aber die Bewegung ist von kurzer Dauer. Edison ist der Sohn eines Geschäftsmannes und einer Lehrerin. Zeitungsverkäufer, Autodidakt, Self-Made-Man, Unternehmer. Edison beschäftigt sich mit allem, mit Elektrizität, dem Phonographen, dem Telegraphen, dem Telefon. Das da ist er in seinem Labor. Edison kannte die Arbeit von Muybridge, zweifellos auch die von Emile Renaud. Er hatte den Forscher Marais besucht, der ihm misstraute. Er überarbeitete das perforierte Band. Aber unglücklicherweise verpasst der Amerikaner das Projektionssystem, die Kinovorführung. In seinen Kästen betrachtet jeder für sich allein sehr kurze Filme, die endlos in einer Schleife laufen. Edison glaubt, dass es rentabler sei, die Zuschauer einzeln bezahlen zu lassen. Er hat nicht Unrecht, er häuft ein beachtliches Vermögen an. Trotzdem ist das, möge er mir verzeihen, eine kurzsichtige Rechnung. Doch 1895 knacken die Brüder Lumière den Jackpot, sodass man die Kohorte ihrer Vorgänger vergisst und mich als Ersten. Nicht mitgerechnet all die Folgenden, deren Namen der Nachwelt kaum bekannt sind. Anschütz, Leroy, Freeze Green, Le Prince, die Gebrüder Latham, Armet, Jenkins, Skladanowski und Léon Bouly, der das Wort Cinematograph erfunden hat. Alle wurden vom Zug der Geschichte überrollt. Vom Zug des Kinematographen Lumière. Allein der Name Lumière, das Licht, ist unlauterer Wettbewerb. Am 28. Dezember 1895, ein Jahrhundert nach meinen Phantasmagorie-Vorführungen, findet am Boulevard des Capucines die erste öffentliche, kostenpflichtige Filmvorführung mit dem Kinematographen Lumière statt, im Untergeschoss dieses Gebäudes. Bedenken Sie,
Es waren nacheinander notwendig die Fotografie, die Momentaufnahme, die Serienfotografie mit mindestens 10 Aufnahmen pro Sekunde, die Lichtprojektion, die Projektion von Fotografien, die Wiedergabe einer fortlaufenden Aktion durch eine Reihe von Bildern, die Reproduktion und die Projektion einer unbegrenzten Reihe von Bildern. Nachdem sie es geschafft hatten, den Film während der Aufnahme zu stabilisieren, entwickelten die Brüder eine draußen leicht zu transportierende Kamera, die auch als Projektor dienen konnte. Ein Mann verbringt 10 Jahre seines Lebens damit, ein industrielles Geheimnis zu lösen, schrieb Balzac zu meiner Zeit. Eine Maschine, irgendeine Entdeckung. Er lässt sie patentieren und fühlt sich als Herr der Lage. Doch wenn er nicht alles vorausgesehen hat, folgt ihm ein Konkurrent, verbessert seine Erfindung mit einer Schraube und nimmt sie ihm so aus den Händen. Est-ce que Monsieur Lumière est là, s'il vous plaît? Monsieur, est-ce que Monsieur a rendez-vous, Monsieur Lumière? Oui. Oui. Eh bien, je préviens Monsieur Lumière. Bonjour, monsieur. Maître, je m'excuse d'avoir forcé votre porte, mais j'ai voulu montrer à la jeune génération qui vous ignore l'homme qui lui a donné le cinéma. La première projection en public a eu lieu à quelle date? Vous permettez? Je vous en prie, maître. Das ist Louis Lumière, gefilmt 40 Jahre später, 1935. Pardon. Je tournais et développais et tirais moi-même tous les films qui formèrent les premiers programmes du Grand Café. Ouvriers et ouvrières sortant de l'usine, le repas de bébé, la pêche aux poissons rouges, baignade en mer, barque sortant du port, l'arrivée du train, l'arroseur, etc. Enfin, le 28 décembre 1895, nous ouvrions une salle de projection publique dans le sous-sol du Grand Café et ce n'est qu'à partir de cette date que quelqu'un put dire « je suis allé au cinéma ». Une fois calmée la curiosité du public, l'intérêt de nos projections de petits films de très courts métrages, qui n'étaient que démonstratifs ou documentaires, s'atténua. Et l'exploitation spectaculaire ne reprit qu'avec les grands films fantastiques de Méliès, puis ceux théâtraux de Pathé et de Gaumont. On connaît la suite et le développement pris depuis lors par le cinéma. Maître, je vous remercie de m'avoir accordé cette entrevue. Je suis sûr que les jeunes générations françaises qui vous voient sont heureuses de faire votre connaissance. Je suis très touché. Je vous remercie, messieurs, de votre valise. Sehen Sie all die vom Lichtstrahl erhellten Gesichter? Sehen Sie die Zuschauer der ganzen Welt, magnetisch angezogen von der Leinwand, die in andere Leben entführt? Bin nicht ich es? Etienne Gaspard Robertson, der mit einem Jahrhundert Vorsprung den Zuschauer erfunden hat? Nicht den, der sich vor nichts fürchtet, den, der nicht vergessen kann, dass er im Theater ist, sondern den, der nicht mehr weiß, wo er ist, in welcher Welt er lebt, ob er lebt, schläft, ob er träumt. Den Kinozuschauer. Den ersten Zuschauer habe ich in die Dunkelheit gestürzt, in die künstliche Nacht. Sehen Sie, er ist immer noch da. Keine Angst, ihm kann nichts passieren. Genau wie ich ist er schon lange tot. Nur sein Bild haben wir noch. Aber dennoch, wir möchten ihn daran hindern zu springen, ihm zurufen, nein, mach das nicht. Und gleichzeitig, tief in unseren Herzen, wollen wir nur das, dass er es tut. Das ist Kino. Auf eine Leinwand werden gleichzeitig unsere Ängste und unsere Wünsche projiziert. Aber wenn diese Schwarz-Weiß-Bilder wirklich Kino wären, wäre der Mann am 4. Februar 1912 um 8.30 Uhr morgens nicht wirklich vom ersten Stockwerk des Eiffelturms gefallen, als er zum ersten und letzten Mal in seinem Leben gefilmt wurde. An seiner Stelle wäre eine Puppe aus Wachs oder Rosshaar geworfen worden.
Die Szene hätte im Studio gefilmt werden können. Der Mann wäre von einem Kamerawagen aus einem Meter Höhe gesprungen. Der einfachste aller Tricks. Sie würden aufseufzen. Nochmal mit dem Schrecken davongekommen. Es wäre glaubhaft, aber nicht wahr. Kino ist nie ganz wahr. Aber man muss trotzdem daran glauben, an alles Unglaubliche glauben. Hat nicht Georges Méliès, von dem es hieß, er sei mein geistiger Sohn, in seinem Atelier in Montreuil so seine Fantasiefilme gedreht mit Musik und Farbe? Méliès war der Erste, der verstand, dass es nicht nötig ist, wirklich zu sterben, echtes Blut fließen zu lassen, sich wirklich in die Tiefe zu stürzen. Viele Erfinder, Tüftler, Ingenieure und Gaukler waren nötig. Aber hätte das Kino ohne uns bis heute weiter existiert? Ohne uns Poeten? Ohne uns Künstler? Wissen Sie, die Brüder Lumière glaubten nicht so richtig an ihren Apparat. Ihr Vater, Antoine Lumière, soll sogar versucht haben, Georges Méliès, der den Kinematographen kaufen wollte, davon abzuhalten. Er soll ihm in etwa gesagt haben, wissen Sie, das Kino ist eine Erfindung ohne Zukunft.